Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Gestern Nachmittag oder Abend sind noch einige neue Screenshots zu dem kommenden DLC Claire's Sanctuary erschienen und genau diese möchte ich mir in diesem Video mit euch gemeinsam anschauen. Auf dem ersten Screenshot sehen wir zwei Albertosaurus, der eine im Vordergrund brüllend und der andere im Hintergrund ganz normal stehend. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie der Schrei von dem Albertosaurus sein wird, weil, falls ich mich noch richtig erinnern kann, in Jurassic Park Operation Genesis war der Schrei von dem Albertosaurus sehr, sehr laut und ich hoffe auch, er wird in Jurassic World Evolution ungefähr auch so laut werden, weil ich liebe es, wenn Fleischfresser einen richtig schönen, bedrohlichen, lauten Schrei von sich geben und genau das erhoffe ich mir auf jeden Fall. Was mir auch noch auffällt, ist der Skin von dem Albertosaurus. Der sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Standard-Skin ist oder ob das schon irgendein anderer Skin ist. Aber ich finde die Maserung sehr, sehr schön und ich finde die Farbkombination sehr, sehr schön. Und das größte Merkmal von dem Albertosaurus sind natürlich diese Fächer oder Kämme über den Augen. Und ich finde, die sind wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Habe ich so noch bei keinem Dinosaurier gesehen. Und das gibt ihnen auf jeden Fall so ein sehr einzigartiges Merkmal, was ich immer bei Dinosauriern sehr gut finde, wenn die sowas haben. Eine Sache, die man noch erwähnen kann, ist der Stein im Hintergrund auf der linken Seite in der Mitte. Das ist einer der neuen Steine, die man als Deko-Element mit dem kommenden Sommer-Update bekommen wird. Wollte ich nur mal einmal kurz erwähnen. Und damit springen wir zum nächsten Screenshot. Dort sehen wir wieder zwei Albertosaurus, diesmal im Wasser. Und die haben gerade einen Stegosaurus als Beute erlegt. Vielleicht kann man so ein bisschen aus dem toten Stegosaurus, der am Boden liegt, die Größe von dem Albertosaurus einschätzen. Also er scheint mir nicht der allergrößte zu sein. Also er scheint so eine Mischung. Ich denke, der wird so ungefähr auf Größe des Allosaurus sein. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Man sieht auf jeden Fall, dass er sehr viele lange, spitze Zähne hat und einen bedrohlichen Blick. Und so wünsche ich mir das ja bei Fleischfressern. Ich finde den Albertosaurus jetzt von den ersten Eindrücken, die ich bekommen habe, sehr cool und freue mich schon, ihn das erste Mal in meinem Park freizulassen. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir einen Uranosaurus mit einem sehr, sehr hellgrünen Skin. Unten am Bauch ist er so ein bisschen gelb-beigelich und sehr auffällig ist natürlich auch ein sehr markantes Merkmal von ihm, nämlich dieser schwarze, entenartige Schnabel. Also er ist, glaube ich, der erste Dinosaurier, der richtig so einen Schnabel besitzt und finde ich cool, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Im Hintergrund sieht man noch ganz gut, was heißt ganz gut, relativ klein, die Keule von einem Euoplocephalus. Das ist wirklich der schlimmste Name, also ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus, wenn nicht, seid mir bitte nicht böse. Und ganz rechts fällt noch auf diese etwas dickerere Palme, die ist auf jeden Fall auch eine der neuen Dekobäume, die mit dem Sommer-Update dazukommen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Screenshot. Dort sehen wir einen weiteren Skin von dem Uranosaurus. Sehr, sehr grünlich mit vielen verschiedenen Grüntonen. Gefällt mir sehr gut. Der beige-gelbe Bauch wird auf jeden Fall beibehalten und der schwarze Schnabel, das wird dann vermutlich bei allen Skins so sein. Was mir auf jeden Fall noch auffällt, ist, dass der Uranosaurus, denke ich mal, relativ groß sein wird. Weil wenn man im Hintergrund mal die dicke, große Palme da sieht, na gut, ich weiß jetzt nicht, wie groß die sein wird, weil das ist ja auch eine Palme, die so im Spiel noch nicht vorhanden ist, sondern die erst mit dem Update kommt. Aber ich vermute mal, so einen dicken Stamm, wie die hat, wird die auch mindestens genauso groß sein wie die anderen Palmen. Und deswegen vermute ich mal, dass der Uranosaurus relativ groß sein wird. Was auf diesem Screenshot auch noch auffällt, ist der Übergang zwischen dem Sandboden und dem Grasboden. Ich habe mich immer gefragt, wie das sein wird, wenn dann die Terrain-Tools kommen, wenn man dann ein Gras neben einem Sandboden hat. Hier sieht man ganz gut, dass der Übergang wirklich sehr, sehr flüssig vonstatten geht. Es sieht sehr natürlich aus und so habe ich es mir auch gewünscht und vorgestellt. Also ich denke, mit den Terrain-Tools werden wir echt tolle Gehege bauen können. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir wieder zwei Uranosaurus. Den hellgrünen Skin hier vorne, den kennen wir schon. Den dunklen Skin, das ist nochmal wieder ein neuer Skin. Sieht auch cool aus, ist zwar sehr, sehr schlicht oder relativ schlicht, aber gefällt mir sehr gut. Und hier sieht man nochmal richtig, richtig gut, wie groß der Uranosaurus wirklich ist. Weil wenn ihr mal im Hintergrund guckt, dort ist diese Safari-Tour, die jetzt auch neu mit dem DLC kommt, auf die ich mich auch sehr freue. Und ihr seht ja, wie klein dieser Truck ist und die Straße sozusagen, wo im Hintergrund der dunkle Uranosaurus läuft. Also der ist wirklich riesig, der Uranosaurus. Das habe ich vorher gar nicht so gedacht, aber jetzt auf den Screenshots sieht man es auf jeden Fall. Und
finde ich gut, dass der sich mal so ein bisschen abhebt von den anderen, dass der einfach mal ein bisschen größer und enormer ist. Und ich glaube, im Hintergrund, hinter dem Tourbus da, sind auch noch neue Bäume. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir zwei Euoplocephalos. Und diese gefallen mir von dem Skin, den sie jetzt hier auf dem Bild haben. Das ist vermutlich der Standard-Skin. Das ist auf jeden Fall der Skin, den wir jetzt am häufigsten gesehen haben. Sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Färbung. Allgemein, der Dinosaurier sieht sehr cool aus. Ich glaube, der ist relativ klein, wie so eine Kugel fast und hat überall Stacheln und hinten dann diese enorme Keule, mit der er dann den ein oder anderen Angreifer hoffentlich in die Flucht schlagen kann. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten gibt es hier auf dem Screenshot gar nicht so viele Besonderheiten. Hier sehen wir nochmal zwei Euoplocephalos und hier sieht man im Hintergrund nochmal schön einen weiteren Skin für diesen. Relativ hell, so ein bisschen albino-mäßig, schwarze Stacheln. Und man sieht richtig gut jetzt, wie klein er wirklich ist. Also wenn man das so mit dem Gras und den Büschen und so im Hintergrund vergleicht. Also der ist wirklich ein winziger, kleiner, süßer Dinosaurier. Und man sieht nochmal richtig gut die massive Keule von ihm. Ich muss sagen, dass mir die drei neuen Dinosaurier, die mit dem DLC kommen, wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und ich auch bereit bin, für dieses DLC 14 Euro auszugeben. Der letzte Screenshot für das heutige Video zeigt uns nochmal das Greenhouse. Man sieht, dieses hat eine Glaskuppel und innen drin befinden sich Pflanzen, die da vermutlich dann gezüchtet und erforscht werden, um dann die Pflanzenfresser alle mit ihrer Lieblingsnahrung zu versorgen. Im Hintergrund sieht man nochmal ganz gut die neuen Palmen mit den dicken Stämmen und ansonsten habe ich jetzt hier für diesen Screenshot nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.